Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und wir fangen mal mit einer Folge von Star Wars Battlefront an. Star Wars Battlefront ist für mich ein sehr, sehr, sehr gut gemachtes Spiel, also wirklich interessant zum Spielen. Du kannst wirklich, es ist Open World, du kannst wirklich, wenn du, was weiß ich, auf dem Planeten bist, kannst du wirklich überall hinlaufen. Es gibt jetzt wirklich keine Begrenzungen, dass du sagst, hier, sie verlassen die Karte oder was weiß ich. Und es angefangen von den Charakteren, also du kannst, es gibt alle Spielmodis, du kannst wirklich als Darth Vader spielen, als Luke Skywalker kannst du spielen, da gibt es Heldenjagden, es gibt so, so viele Spielmodusse, wo wirklich interessant sind, wo du, wenn du jetzt eine Karte hast, so wie hier Gefecht im Hangar bist, kannst du wirklich überall hin, nach oben runden, in die Räume rein, draußen rumlaufen, überall, und es sind wirklich so viele Gegner da, oder die Teams sind so groß, dass das Ganze so interessant macht. Du kannst, es ist ein sehr faires, toll gemachtes Spiel, also es ist wirklich Abschussserien zum Beispiel, so was ähnliches, wie man sich verdienen muss, wie man sich es vorstellt, bei Black Ops und so weiter gibt es da nicht. Man kann die aber aufheben, die liegen auf der Karte, werden ab und zu mal gespawnt. Und dann kann man die aufheben und einsetzen. Also es ist wirklich ein faires Spiel. Leute, die was campen zum Beispiel, weil es mit der Sniper irgendwo liegen, die werden das halt nicht kriegen. Und wahrscheinlich auch weniger Kills machen, nehme ich jetzt an, weil einfach die Karte so brutal groß ist. Und ihr seht hier von den Einstellungen, also man kann, wenn du als nicht Star Wars spielst, sage ich jetzt, als Mensch spielst, also nicht als Sturmtruppe oder so, kannst du einzelne Waffen freischalten, die was Schaden haben, Abkühlung und so weiter. Die haben wirklich alles und du kannst dann jede Waffe noch extra, wenn du nach jeder Runde Geld verdient hast, wie viel Kills du gemacht hast, plus, minus, kriegst du Geld für. Und dann kannst du auch Freischaltungen für Waffen kaufen, Gesichter kaufen, Charakteren kaufen, du kannst Sturmtruppenhelms kaufen, du kannst einfach so viel kaufen. Es gibt so viele verschiedene Waffen. Die einen haben einen großen Schaden, aber nur kurze Reichweite. Dafür ist dann der Gegner wirklich down mit einmal treffen, wenn du nah dran bist. Dann gibt es erste Hand, zweite Hand. Das bedeutet, du spielst, was weiß ich, mit deinem Charakter, was du möchtest. Dann hast du die erste Hand. Du hast dann dein Sturmgewehr zum Beispiel, deine Granate, was du auswählst. Gibt es auch verschiedene. Dann hast du so Extras. Das heißt dann zum Beispiel, da kannst du Abkühlung reintun. Wenn du die Waffe im Dauerbetrieb hast oder eine hohe Schussfolge hast, kannst du das extra aktivieren, dann ist die Waffe, wird die automatisch gekühlt und du kannst länger Dauerfeuer machen, ohne dass die heiß wird. Dann, wenn die heiß wird, blockiert sie kurz und du musst abkühlen. Das kann man extra reintun. Du kannst lenkbare Raketen reintun für die ganzen Maschinen, für Flieger, für Läufer. Ja, du kannst die ganzen Läufer kannst du selber steuern, die Roboter, die großen, du kannst Flugzeuge fliegen, kannst hier wirklich so viel machen, ein wirklich sehr, sehr gutes Game, also ein wirklich interessantes Game, ist halt wieder mit der Kampagne, ist halt wieder so eine Sache, Kampagne gibt es hier leider auch nicht. Es gibt einzelne Missionen, wo du dann Bezirke halten musst, über Wellen und so weiter und Schwierigkeitsstufen, aber das tut dem Ganzen keinen ab. Es ist anders wie jedes andere Spiel, wo keine Kampagne hat. Selbst das ist gut gemacht, also da haben sie sich wirklich nicht lumpen lassen. Es wird keine hören, aber ein großes Lob an die Leute, die was hier des Star Wars gemacht haben. Es ist nur gut, also haben sie wirklich toll gemacht. Meine Empfehlung für heute: holt euch das Game, wenn möglich. Wenn nicht, werdet ihr in Folge, in die nächste Folge, ein, zwei Folgen bei mir ein bisschen beobachten. Da werde ich wieder dieses Game verlosen, wie weitere Games auch. Also dranbleiben, reinschauen, das Game gewinnen. Viel Spaß. Ciao, euer Wookie.